Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich bin heute am Wasser und heute bin ich auch nicht allein unterwegs. Alex, einmal Flosse hoch. Wir sind heute in Oslo unterwegs, am Forellensee hier in Oslo. Nehmen wir eine andere Route hier in der Hand. Die erste Testroute gekriegt. Oh, das gibt's doch nicht. So Leute, wir haben alles ausprobiert, alles. Ich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich Chimera drauf. Ab. Der dritte Stück auf Chimera, ne? Ja, der dritte. Auch wieder so ein Kilo-Ding. Und alles auf diesem kleinen Chimera. Also, nachdem, weiß ich schon, wirklich eine halbe Kiste im Wasser war. So, also ich habe einen Verdacht. Ich werde jetzt erstmal was probieren. Und wenn es klappt, Alex, verrate ich es dir, was das war, okay? Okay. Ist das ein Deal? So. Liebe Leute, was ist der Plan? Der Plan ist, ja, wir nehmen einen 70er, einen 6er Jarajikuk ohne Tungsten. So sieht das aus. So sieht das aus hier. Und angeln mal extrem flach, also wirklich in den ersten Zentimetern und dann gucken wir mal, ob wir einen Biss kriegen, weil eigentlich die buckeln so flach, da muss auf jeden Fall was gehen an der Oberfläche. Jo, da ist der Biss. Gibt's doch nicht. Die hat einmal nur drauf gehackt und das war's. Sofort losgelassen, ne? Ah. Hast du da Tarn, oder? Nein. 70er in Naturfarbe. Jo. Da ist er. Nein! Nein! Hast du es gesehen, Alex? Ja. Hatte ich recht oder hatte ich recht? Also die Fische, die hier vorne buckeln, die stehen ganz, ganz flach. Ganz dicht unter der Oberfläche. Und die kriegen wir mit diesem ganz, mit der ganz passiven Technik, Gummi, ohne Tungsten. Da ist er. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn los, ey? Der zweite Aufsteiger. Und ich habe dem schon so lange Zeit gegeben, Alex. Ich habe dem so lange Zeit gegeben. Der ist schon mehrfach abgezogen. Ja, das ist einfach, die beißen extrem vorsichtig, ne? Tja, Leute. Mirax 50. Weiß Gold ohne Tungsten. Fische stehen sehr, sehr flach. Alex hat mit dem Tango gerade ein paar Bisse gehabt, also einen Fisch gefangen und danach auch noch einen Biss auf jeden Fall gehabt. Und ich habe jetzt die Theorie aufgestellt, weil die so spitz und vorsichtig beißen, wollte ich jetzt mal den kleinen 50er probieren. Oh, ja, 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 ja. Da ist er. Guck mal, siehst du, Alex? Meine Technik funktioniert. Deine Technik funktioniert. Oh, den hat es aber richtig weggeballert.
ganz anders. Der Köder ist nur aufgekommen, ich habe noch nicht mal richtig angefangen, aber den hat es richtig weginhaliert. Der 50er ist komplett weg. Da sie so spitz und vorsichtig beißen, jetzt hier auf dem 50er Mirax. Von der Theorie in der Praxis umgesetzt und es läuft. Mal gucken, ob das jetzt der Schlüssel ist. Wir machen noch ein paar Wurf und dann können wir Resümee ziehen, ob sie wirklich darauf eben besser reagieren. Ja. Ich liebe das ja, wenn von Theorie in die Praxis alles aufgeht. Da ist er nochmal, der 50er. Haben wir jetzt rausoperiert, gucken, ob wir den nochmal nehmen können. Dann stellen wir uns neben Alex, werfen Alex über die Schnur, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Stehen aber an der Oberfläche, ne? Ja, du machst im Prinzip das Gleiche wie ich, du angelst auch oberflächennah, aber eben, damit du weiter rauskommst, ein bisschen mit Gewicht, ne? Das geht auch. Muss man halt die Route nur ein bisschen... Ich habe dich voll analysiert und durchschaut. So Leute, das ist gut. Oh ja, hier, guck mal. Hier. Oh nein! Aber hast du gesehen, wie lange sie gespielt damit? Ja. Also bestimmt so 20 Sekunden damit gespielt. Ja, ja. Das habe ich gesehen. Guck mal, bei mir, ich habe jetzt gerade reingeschmissen. Das ist, wenn du siehst, dass die hochkommen und buckeln, wenn du genau hinschmeißt, kurz danach kriegst du oft einen Biss. Ne? Also man kann die hier schon gezielt anwerfen. Gerade gesehen, dass da eine hochgekommen ist, kaum hingeschmissen, sofort ist reingetockt. Ne? Aber eben sau vorsichtig. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen experimentieren, dass man vielleicht die richtige Farbe, vielleicht ist der 50er Mirax einfach auch noch nicht das Optimale. Ich glaube, der Alex hat schon wesentlich mehr Bisse auf dem Tango. Vielleicht wollen sie... Ja, vielleicht wollen sie sowas Wurmähnliches, ich weiß es nicht. Also wir experimentieren noch. Aber die Bisse sind da, sowohl bei mir als auch bei dir. Das ist schon mal Fakt, ne? Also im Vergleich zu Spoon ist das die Gummivariante jetzt wesentlich besser, ne? Ich hatte auf Spoon heute keinen einzigen Biss. Ja, ich hatte auf Spoon, glaube ich, zwei Stupser und die eine auf dem 6-3. Ja. Das ist eine andere Welt. Das ist eine andere, wie soll ich sagen, fast schon Angelei. Was? Gummi? Schwer als Spoon, ne? Oh, hier, habt ihr das gesehen? Ich hab mich gerade zu dir gedreht, Alex. Ach. Hast du Fluorocarbon schon abgebissen, so einen Meter? Fluorocarbon, so einen Meter hast du ab. Oh, oh. Hier. Guck's dir an. Wieder habe ich mich zu dir gedreht und mit dir gequatscht und dann beißt sie. Ein gutes Omen, ja. Aber hing ganz spitz. Ganz spitz. Na. Nicht ins Schilf. Nicht ins Schilf. Jawohl. Tja, Alex. Gummi, ne? Das Gummi, Alex. Petri, Dank. Ja, und da seht ihr es, Leute, wie ich es gesagt habe. Schaut mal, wo der Mirax hängt. Der hängt wirklich noch ganz vorne, obwohl die da sowas von reingeschippert ist. Ja, also die beißen spitz, aber man kriegt es überredet. Ja, meine Lieben, was soll ich groß sagen? Gummi. Kaum gewechselt auf Gummiköder und ja, jetzt läuft's. Ich denke, jetzt haben wir den Code gefunden. Jetzt werden wir noch innerhalb der Gummiköder ein bisschen experimentieren und dann bin ich mir sicher, fluppt das hier. So Leute, ich hatte davor einen Fisch am Haken und dann gab es einen Abriss. Und jetzt habe ich wieder Tango. Mal schauen. Also letztes Mal, erster Wurf. Erwin fischt ohne Tungsten. Ich fische mit Tungsten. Auf Gelb, ja. Oh, eine gute. Eine gute. Und der Köder ist raus. Ja. Tangowurm, 3,5 mm Tungsten. Und der Fisch ist im Netz.
So Leute, der Alex fängt auf dem Tango ganz gut. Demnach machen wir das einfach mal nach. Und zwar hier den Tango ohne Tungsten, fische ich den allerdings. Und ja, dann gucken wir mal, ob das klappt, unser Vorhaben. Hopp, 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 da. Ja. Oh, das gibt es doch nicht. Die hat den hinten festgehalten. Ne? Ja, aber was auf jeden Fall bemerkbar ist, Gummi ist hier wesentlich effektiver in der Situation als Blech. Ne? Und das ist eben auch wieder das, was man immer wieder sagt in den Videos, flexibel bleiben, nicht auf eine Sache versteifen. Ne? Ja, na komm, weiter. Ich habe es sogar gesehen, hier vorne schon. Ja, zweimal. Ja, guck mal, das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Gibt's doch nicht, dass sie wieder so vorsichtig sind. Ne? Das ist. Ja. So, du hast wenigstens ein paar Bisse gehabt und Fische, die hingen. Ne? Aber jetzt ist ja Sperrstunde. Versuch mal den Berbi oder Chelsea oder so. Ach, was will ich sagen? Genau das wollte ich ja gerade genutzt. Hier. Ich wollte gerade eben den Chelsea. Nee, der ist, mach mal den Kasten. Was hast du jetzt, Chelsea? Alex fischt den Chelsea. Ich werde mal so einen violetten 70er probieren. Oder lila. Steinigt mich nicht. Chelsea? Beim Absinken. Ne? Ich wollte absinken lassen und dann bumm. Nee. Petri, Dank. Oh, und der Köder ist raus. Hier kann man sehen. Gold, ja. Tja, der Alex hat jetzt den ersten Fisch auch auf dem Chelsea gefangen. Machen wir das nach. Er fischt den goldenen. Ich probiere eine Naturfarbe. Zwar hier den blau-grauen. Mal gucken. Man findet die Stelle, wo die gerade eben rausgekommen ist. Da ist er. Boah. Herrlich. Herrlich. Man muss probieren, Alex. Aber ich habe deinen Rat. Guck mal, ich habe dir nachgemacht. Chelsea, Naturfarbe. Und das kitzelt jetzt die zickigen Forellen hier raus. Ne? Ja, Wobbler, ne? Ist eigentlich für die Situation überhaupt nicht verkehrt. Ne? Ja. Extrem passive Fische, die wirklich zickig auch auf Gummiköder reagieren. Ja, und die kriegen wir dann mit ein bisschen Glück, kriegen wir die hier auch für Wobbler überredet. Ne? Herrlich. Ja Leute, Chelsea, Naturfarbe, da ist er, hat jetzt gerockt. Das richtig gemerkt, ich hatte vorher so einen ganz leichten Stupser,
Aber dann 4-5 Meter später ist die da so drauf gehauen. Aber guck mal, wie langsam ich den geführt habe, ne? Ich wollte nicht. Hier. Eins jetzt haben. Ja. Wir hätten müssen jetzt zwei und dann Verlängerung. Ja. Noch 5 Minuten. Ich gehe schlafen. Einen Tag später schaue ich YouTube. Real Madrid sichert sich das Ticket ins Finale. 3-1. 3-2. Also die haben 2 Tore gedreht in den letzten 5 Minuten gemacht. Hier. Chelsea. Chelsea. Guck dir das an, was für ein Akrobat, hä? Was für ein Akrobat. Ah, macht das einen Spaß. Jetzt nicht aussteigen. Nicht auf den letzten Metern jetzt aussteigen. So einen geilen Biss. Jawollo, jawollo. Es läuft. Guck mal, Thema wieder gefunden. Hä? Wieder Thema gefunden. Tja, da seht ihr es, Leute. Nächste Portionsfisch. Wieder auf dem Chelsea. Tja, meine Lieben, neben dem Test wollen wir natürlich auch was fangen. Und jetzt haben wir ein bisschen mit der Rute geworfen, uns ein bisschen die Aktion angeguckt, ein bisschen was ausprobiert. Und ja, jetzt wollen wir natürlich auch Fische fangen und haben da auch sehr, sehr viel ausprobiert. Festgestellt, dass Spoons hier jetzt heute die schlechtere Wahl ist. Auf dem Gummiköder ein paar gefangen, auf dem Tango, auf dem Mirax. Ja, und jetzt hat Alex einfach mal auf dem Chelsea eine gefangen, danach auch sofort wieder einen Biss gehabt. Ich habe es nachgemacht und jetzt habe ich schon den zweiten Fisch in der Box. Also, wie gesagt, probieren, den Nachbarn nachmachen, der fängt und dann kann das laufen. Ne? Nee. Kurbelt ganz, ganz langsam. Ja, so ganz flach, so 20 cm oder so läuft er. Ja, Leute, da ist er, der Übeltäter. Chelsea hat jetzt hier sehr gut funktioniert. Oh, hier. Ah, nein. Ausgestiegen. Oh, was ist hier jetzt los, ey? Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist, wie die reingeknallt ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, bei mir steigt sie aus und bei Alex steigt sie ein, oder wie ist das? Und die haben den Dampf, ne? Die haben hier. Ah, oh, das war ein kleiner Lachs. Das war ein kleiner Lachs. Das war über Kilo Fisch. Ja. Ich hab fast die Rute verloren. Schade. Mein Gott. Aber guck mal jetzt. Ausstiegsparade oder was? Guck mal. Jetzt läuft's. Alex, ich probier's nochmal mit dem schweren Gerät. Oh. Fast drüber geschmissen. Fast, ja. Guck mal, siehst du, Alex? Wenn die Sonne auf dem Blank scheint, dann siehst du diese Kreuzwicklung vom Carbon. Siehst du das? Ja, ja. Na klar. Ja? Ja? Da ist er. Da ist er. Ja, 4-8. Ja, doch. Oh, das ist mit der Rute ist das natürlich wie ein Stromschlag, jeder Biss. Jo, da war ein Biss. Sofort, das ist. Ja, ich hab ja die richtige Frage. Ah, hast du es gesehen? Ich. Oh, das macht einen Spaß. Da ist er. Im Twitch, ne? Genau im Twitch. Oh, macht das einen Spaß mit dem neuen Stöckchen hier. Da kannst du, hier, guck mal, da kannst du so ein 500 Gramm Fisch, kein Problem. Den hast du aber richtig unter Kontrolle, ne? Ja, ja, ich geb's dir gleich. Tja, Leute, hier der
4 Achter. Jetzt der zweite hier. Der zweite Fisch in Folge. Schwerer Spoon. Schweres Gerät. Funktioniert. Ja? Tja, meine Lieben, das soll es für mich und Alexander heute gewesen sein. Wir haben hier den UL-Bereich beim Forellensee in Oslo getestet. Wirklich eine geile Nummer, also absolut UL-tauglich, auch wenn er ein bisschen tiefer ist. Man kommt im Prinzip kommt man überall hingeworfen und für uns war das auch ein recht interessanter Tag. Ich denke, wir konnten einiges Neues testen und unser Resümee daraus ziehen. Wie fandst du abschließend den Tag? Der Tag war schön. Ja. Also die Forellen waren zickig, also wir haben so gut wie alles ausprobiert, Spoons. Das fing ja morgens schon an, ne? Das fing morgens, genau. Alles, wirklich alles. Also schwere Spoons, leichte Spoons und haben auch gut gefangen. Ja. Also kann man nicht meckern, auf jeden Fall hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Ja, tatsächlich hat Alex ja schon gesagt, wir haben morgens wirklich schon sehr, sehr viel durchprobiert und da immer wieder einzelne Themen gefunden, die gut funktioniert haben. Teilweise war es dann eine kurze Zeit der Tango, der gut funktioniert hat. Genauso hat es dann aber auch sofort wieder aufgehört und dann war der Chelsea zum Beispiel, Wobbler hat gut funktioniert. Genau. Chimera hat Alex auch morgens rausgefunden, dass das relativ gut funktioniert hat. Ne? Wie viel hast du auf dem Chimera gefangen? Die 3, 4 oder was? Auch mehrere Bisse. Und, ja. Aufsteiger hatten, genau. hatten wir auch heute reichlich dabei. Insgesamt richtig, richtig viel. Also. Ja. Also richtig viele Bisse, Aussteiger, Fische. Genau. Aber es ist, wie es ist. Man kennt es. Das gehört zum Angeln dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Mich und meinen Kanal kostenlos abonniert. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Wir verabschieden uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.